Das ist kein sehr schöner Erd. Das ist keine sehr schöne Erdtextur. Das gefällt mir nicht. Wisst ihr was? Ich schau mal auf Google. Ich suche mir mal. Das ist. Ich glaube, der Farbton ist grundsätzlich zu dunkel. Ich sollte mit was Hellerem anfangen. Aber ich schau mal kurz, nur damit ich einen Vergleich habe. Texture Earth. Ach so, ich sollte vielleicht doch Pixel dazu eingeben. Und da suche ich mir eine, die mir einigermaßen gefällt. Die sind alle zu. Nee, das. Fällt mir alles nicht. Wie sieht denn so ein Minecraft-Block aus? Der sieht, das gefällt mir besser. So in der Art will ich das. Das ist aber sehr viel Arbeit. Oh, das ist ziemlich konfus hier. Das ist sehr wild. Ich werde das Bild mal speichern und werde es als Vorlage benutzen. Und so ein bisschen mich inspirieren dran. Aber nicht nachbauen. Habe ich nicht vor. Sondern wirklich nur so ein bisschen als Vorlage benutzen. Lassen wir den hier mal hängen. So, dann schauen wir mal. Wie lange wird Animal Crossing noch gespielt? Ich habe keine Ahnung, solange es mir noch Spaß macht. Genau. Bis Imperator Birdrider keine Lust mehr hat. Genau. Also grundsätzlich müsste ich hier sehr viel mehr, sehr feine Pixel noch reinzeichnen, damit es wirklich ein sehr bunter Haufen wird. Und das ist auch eine gute Idee, das machen wir auch, glaube ich. Also, wie viele Farben hat denn der Stein? Die Minecraft-Erde besteht grundsätzlich aus 3 Farben. Ich bräuchte einfach einen Shuffle-Knopf oder so. So, das gibt es wahrscheinlich nicht. Ein Shuffle-Werkzeug wäre gut. Design verschieben, alles ausfüllen, Vorschau wechseln. Spiegelmodus? Was heißt denn Vorschau wechseln? Ach so, ich kann es mir auch auf Kleidung, auf Gesicht anschauen. Ich finde das Kleiddesign, so in den 60ern oder so, gar nicht so schlecht. Nee, da müssen wir wohl in den sauren Apfel beißen und einfach zeichnen. Zeichnen, zeichnen, zeichnen. Ich werde jetzt das. Das ist eine gute Idee. Ich mache Reihe für Reihe jetzt einfach Zufallsgenerator. Dauert jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, das ist die effektivste Methode, wie wir einen ziemlich zufälligen Pattern zusammenkriegen. Fahr einfach rüber und drück ab und zu mal auf den Malknopf und fertig. Und den dreien, wo schon viel ist, mache ich vielleicht gar nichts mehr dazu. Das machen wir jetzt nochmal mit irgendeinem anderen Stift. Müssen wir nur schauen, dass genug Dunkelbraun übrig bleibt. Ich würde vielleicht gar nicht zu viel Hellbraun machen. Aber jetzt habe ich schon. Das kriegen wir schon hin. Machen wir es erstmal so. Wie ein Drucker, genau. So Zeile für Zeile wird jetzt hier ausgedrückt. Wie so ein alter Drucker. Oh, okay, das Gemälde, das da gerade entsteht, man sieht ja den Pattern mit dem Kantenglättungseffekt an der Seite, sieht sehr interessant aus. Sieht nicht aus wie Erde oder ein Blumenbeet, sieht aber interessant aus. Auf jeden Fall. Finde ich nicht schlecht. Ha, bin gespannt, wie das wird, wenn es fertig ist. Oder was? Oder warum? Ich hoffe stark, das wäre nämlich sehr hilfreich, dass ich die Patterns kopieren und verändern kann. Aber warum sollte es nicht gehen? Aber wer weiß? Ich mache jetzt mal 2 Reihen ein bisschen wenig und dann wieder ein bisschen mehr. Also es hat was, das Bild. Es hat schon irgendwie was, das Gemälde. Ich weiß nur noch nicht genau was. Und ob es das ist, was ich will. Aber okay, das ist ein Anfang. Und jetzt machen wir nochmal mit einem anderen Braunton nochmal. Vielleicht nochmal mit einem dunkleren. Genau. Noch ein paar Highlights rein.
Ist das dunkler? Ne, das ist der. Das ist schon der dunkle. Dann machen wir noch ein paar andere. Aber vielleicht wirklich nur wenig. Jetzt habe ich. Ich muss ein bisschen aus meinem Rhythmus rauskommen. Jetzt hatte ich so einen festen Rhythmus. Dadurch habe ich die dann doch zu gleichmäßig platziert. Ich muss das mehr randomisen. Es wird ein interessantes Muster auf jeden Fall. Mal schauen, wie das dann auf dem Boden aussieht. Ich finde, das kann man jetzt auch schwer sagen. Vielleicht wird das gar nicht so hässlich. Mach's ein bisschen. Ich glaube, so geht's eigentlich. So geht's eigentlich auch. Aber irgendwie auch nicht wirklich schneller, oder? Na, vielleicht. Ich hätte auch ein klares Muster nehmen können. Das wäre auch eine Idee. Wäre dann ein anderer Stil halt. Nicht zufällig, sondern wirklich so ganz deutlich. So Wellen oder sowas. Könnte man. Kann man machen. Okay, sieht auf jeden Fall interessant aus. Und mir gefällt in Minecraft ganz gut, dass da wirklich noch so hellere Steine im Grunde sind. Wenn ich jetzt die Farbpalette ändere, ändert sich dann alles? Ja, tatsächlich. Ja. Interessant, aber nicht, was wir wollen. Dann haben wir jetzt hier in der Farbpalette kein richtiges. Ja, das ist einigermaßen grau, das passt. Ein paar Highlights, das finde ich echt gar nicht. Blöd. Das ist schon sehr hell. Das ist schon eher weiß, ne? Ich lasse es trotzdem so. Das ist jetzt mal mein Erdebereich. Ich mach mal fertig und nenne das. Erde. Mitte. Erde, Mitte, fertig. Cool. Okay, die Minecraft-Erde kann jetzt verschwinden. Danke für deine Mitarbeit. Zack. Erde, Mitte. Na gut. Jetzt würde ich. Genau, tauschen, kopieren. Das ist gut. Kopieren. Hierher. Ja. Jetzt wartet mal. Für oben. Für unten. Für. Ah, kann man Designs auch einfach. Naja, das weiß ich nicht. Den muss ich mal kurz testen. Wartet mal. Auf Boden. Nee. Drehen kann man die leider nicht. Wie kriegt man das jetzt wieder weg? Ist die Frage, die ich mir stelle. Oh-oh. Ah, ich verstehe. Das ist gefährlich, ey, wenn man da Wege macht. Wenn man wirklich so Steinwege legt mit Designs, muss man echt aufpassen, dass man die nicht versehentlich wegwischt. Wenn man irgendwas aufheben will. Das ist ja ärgerlich sonst. Na gut, müssen wir noch ein bisschen hier weitermachen. Also oberer Rand, unterer Rand, rechter Rand brauchen wir noch. Boah, das ist hier. Pff, da habe ich uns was angefangen. Ups. Nein, Hilfe. Oben, unten, links, rechts. So. Und jetzt noch die Ecken natürlich, damit es schön wird. Boah. Und zwar quasi unten rechts, oben rechts, unten links und oben links. Oder unten links, ist ja egal. Auf jeden Fall brauchen wir sehr viele Designs, damit wir das machen können. Und ich frage mich, wie es dann überhaupt aussieht, wenn es fertig ist. Das werden wir leider erst sehen, wenn es soweit ist. Design ändern. Aber die können wir jetzt relativ schnell machen, im Grunde, glaube ich. Weil, die machen wir jetzt einfach. Jetzt noch die Ecken zum Verstecken. Genau, die Ecken zum Verstecken der Hecken strecken. Aber das geht jetzt wirklich schnell. Ich brauche nur oben die Nichtfarbe quasi. Cool, dass es die gibt. Und radiere jetzt mal die Hälfte ungefähr weg. Und macht dann so ein bisschen
ungerade Muster rein. Oder machen wir schöne, ordentliche Wellen. Glaube ich, ist vielleicht eine gute Idee. Nee, aber dann muss es wieder genau abschließen, weil sonst wird's blöd. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht nehme ich mal eine Kreisform. Vielleicht mache ich wirklich Wellen. Warte mal, 4. 4 ist der Kreis groß. Jetzt passt mal auf. 4 Pixel freilassen, einmal rausradieren. 4 Pixel freilassen und zack. 1, 2, 3, 4. Ja, und zack. 4. Und zack. Und dann gehen die perfekt ineinander über. Das ist gut. Da muss ich jetzt nur bei den Eckpunkten aufpassen. Das ist wichtig. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, gut. Das könnte ganz nett aussehen sogar. Das ist jetzt Erde oben. Das erinnert mich an die Zeit, als ich die RPG-Maker... Ja, der RPG-Maker, da habe ich auch mal so ein Mini-RPG gemacht. Früher in unserem Jugendtreff quasi. Das Jugendtreffgebäude nachgebaut und die ganzen Betreuer und Besucher als NPCs und sowas. Das waren schöne Zeiten. Okay. Oben. Das wäre so cool, wenn ich das jetzt einfach drehen könnte. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt auf dem Boden liege, ist es egal, wie ich stehe, oder? Ich muss das mal kurz testen, wenn ich jetzt so stehe. Und dann das Design auf dem Boden lege. Dann geht's so rum. Und wenn ich mich jetzt andersrum hinstelle, wahrscheinlich leider genauso. Oder es wird Sinn machen. Wahrscheinlich ist es so. Aber test's mal. Ja, genau. Ah, die passen jetzt gar nicht zueinander. Die Übergänge sind doch nicht so schön, wie ich gehofft habe. Verdammt. Man sieht, dass das nicht zusammenpasst. Warum? Warum eigentlich? Warum eigentlich? Also ich meine, die Farbübergänge passen halt einfach nicht. Ich glaube, das muss ich tatsächlich noch ein bisschen feintunen. Dammit, das ist viel schwerer, als ich dachte. Boah. Ist das schwer. Der Preis für Klopapier in Fallout 76 explodiert gerade. Das ist mein teuflischer Fallout 76 Plan hat funktioniert. Ich hab's doch gewusst. Meine Klopapierläden drehen durch wahrscheinlich. Wie sieht das aus, wenn ich das anziehe? Ich will es mal sehen. Oberteil. Aha. Hässlich. Wer hätte das gedacht? Interessant, aber man kann gar keine Hosen anziehen, oder wie? Naja. Design ändern. Jetzt passt mal auf. Irgendwas stimmt hier nicht, weil das sich doch nicht ganz ausgeht, leider. So ist es wahrscheinlich besser. Aber es geht sich leider halt eben nicht ganz aus mit den Pixeln. Das ist schade. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ja. Aber eigentlich geht sich's genau aus. Also was stimmt nicht? Warum? Warum? Eigentlich müsste das genau passen. Hä? Was ist denn jetzt? Man kann synchron malen. Oh, das ist ja richtig gut. Das ist das Feature, das wir brauchen. Okay, das ist cool. Was ist? Wurde in einer Schule eingebrochen und 300 Rollen Klopapier geklaut. In echt jetzt? Was soll man da noch? Oder... Da kann man nichts mehr machen. So, jetzt passt mal auf, wenn ich die beiden aneinander anpasse, die beiden Ränder, müsste das dann eigentlich ganz gut zusammenpassen quasi. Ich muss jetzt dann, glaube ich, nochmal das Hauptdesign verändern und dann die anderen nochmal alle. Aber ich will es mal kurz testen.
Ich werde wahnsinnig. Auf Boden platzieren. Auf Boden platzieren. Falsch. Auf Boden. Ach so, okay. Ja, jetzt sind die Übergänge wesentlich besser. Das ist gut. Nur das Problem ist... Nein, es ist kein Problem. Wir kriegen das hin. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, der so gut ist, dass er uns alle umbringen könnte. Also, macht euch auf was gefasst. Es wird holprig. Nee, Quatsch. Es wird alles gut. Ich will jetzt nur die wieder löschen. Wie kann ich denn die Signs löschen? Vielleicht muss ich die Signs... Oh, warte mal. Wenn ich jetzt auf Kopieren gehe... Genau, dann kann ich die anderen ersetzen. Gut, dann muss ich jetzt nochmal meine Erde, Mitte, Design ändern. Weil die oberen und die unteren Kanten müssen jetzt angeglichen werden. Das ist jetzt wichtig. Das machen wir jetzt. Blub, 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 blub. Wisst ihr was, ich mache mal kurz alles, damit es auch wirklich passt. Alles in hell. Einmal. Dann ein paar braune Tupfer rein. Und ein paar dunkle. Und passt schon. Mehr brauchen wir gar nicht. So, die Seiten sind angepasst. Wie passe ich jetzt oben und unten an? Gibt es da auch ein Tool, dass man das anders spiegeln kann? Oben und unten spiegeln. Design verschieben, alles füllen. Vorschau wechseln. Hm. Leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Dann müssen wir das jetzt per Hand machen. Aber ist auch okay. Hallo, Gedankenspiegel. Wie geht's? Bei der Dialyse haben die Desinfektionsmittel, Handschuhe und Masken geklaut. Hey, das ist wirklich krass, oder? Wie asozial kann man bitte sein? Was für ein asoziales Arschloch kann man sein, dass man medizinischen Einrichtungen die Desinfektionsmittel und Handschuhe und so medizinische Sachen klaut. Das sprengt einfach jeden Rahmen von gesunden Menschenverstand und Anstand und also da kann man, was soll man da noch sagen? Das ist einfach nur traurig. Ich mache jetzt mal den zweiten, den vierten, warum nicht? Ich mache jeden zweiten. Sieht zwar vielleicht erstmal komisch aus, aber es ist leichter. Da hört der Spaß einfach auf. So. Und jetzt bringen wir mit dem ganz dunklen ein bisschen mehr Unordnung rein. Machen wir... So. So einfach. Warte mal, dass das auch wirklich stimmt. Passt schon. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und 1, 2. Und jetzt dürfte das sehr gut passen. Ah, Gott. Was man nicht alles tut für ein schönes Blumenbeet. Für ein hoffentlich schönes Blumenbeet. Gedankenspiegel. Dankeschön. Einmal Klopapier für alle. Das ist nett. Eine Runde Klopapier von Gedankenspiegel für alle. Hi Ramsi, wie geht's? Willkommen. Einfach anfangen, wenn andere noch arbeiten. Ja, ich weiß, das ist immer ein bisschen doof. Aber es ist einfach auch notwendig, weil ich darf noch nicht zu lange wach sein, bevor es losgeht mit dem 24-Stunden-Stream, weil sonst bin ich quasi schon 12 Stunden wach und dann geht's erst los und dann halte ich nicht durch. Hi, Zakorak. Hallo. Willkommen zusammen. Willkommen zusammen? Ja, warum nicht? Hi. Okay, jetzt schauen wir mal, ob mein Design funktioniert. Warte mal, Schneiderpuppe? Gemälde? Aha, interessant, aber das will ich eigentlich nicht. Jetzt platzieren wir das mal auf den Boden und schauen, ob die Übergänge gut aussehen. Das sieht nicht schlecht aus, oder? Das kann man machen. Das ist ein... Ich meine, ja, es sieht eher wie so... Camouflage aus und weniger wie Erde. Aber wenn man da jetzt noch schöne Ränder macht... Könnte das ganz gut passen. Könnte funktionieren. Ich bin guter Dinge. Das ist cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Sehr gut.
Aber erstmal ab morgen Ausgangssperre in der Pfalz. In Bayern auch, ja. In Bayern ist jetzt auch Ausgangssperre. Da kommt doch der 24-Stunden-Stream gerade recht. Das ist doch perfekt. Jetzt kopieren wir das mal und ersetzen die anderen Erden damit. Und dann machen wir unsere Ränder. Oh nein, warte mal, dich nicht kopieren. Nicht, dass ich jetzt hier die falschen kopiere. Das wäre blöd. Die sehen sich verdammt ähnlich. Mit bloßem Auge hier kaum zu unterscheiden. Kopieren, ja. Und kopieren, ja. Okay, jetzt wird spannend. Jetzt passt auf. Jetzt nehmen wir hier die zweite Erde. Ziehen die nicht an, sondern ändern das Design. Oh Mann. Darf jetzt warten, bis das Museum ausgebaut wurde. Ja, bei mir, ich kriege ja nicht mal das Museum leider im 24-Stunden-Stream zusammen. Schade, schade. So, wir brauchen den. Nee, nicht den großen Stift. Wir nehmen den Kreis. Aber nicht in groß, sondern den kleinen. Na gut, hier können wir erstmal weglöschen damit. Relativ effektiv. So, und jetzt den kleinen Kreis. Machen wir es wie vorher. Das hat eigentlich. Ach so. Moment mal. Hä? Nee, stimmt schon. Ist okay. Also immer vier freilassen und dann wegradieren. Ja. So müsste das dann einen schönen Übergang ergeben. Alles ganz easy. So, dann nennen wir das jetzt wieder Erde. Oh. Ich finde das irgendwie so cool, dass da jemand dass da sehr hell und sehr schnell jemand wirklich die Buchstaben vorliest. So funktioniert in Animal Crossing überhaupt die Sprache. Das finde ich total witzig. Die Bewohner reden nämlich nicht nur Kauderwelsch, sondern die lesen wirklich sehr schnell aneinandergereiht die Buchstaben vor. Da ergibt sich keine echte Sprache draus, keine verständliche Sprache, aber irgendwie hört man teilweise die Buchstaben raus und das macht es irgendwie witzig. Ich finde es schön. Dann musst du ihn wohl für uns alle weiter ausdehnen. Und wenn du schläfst, kommt eine Schleife mit Bildern deiner Katzen. Ja, genau. Ramsi muss noch arbeiten. Oh nein, na dann bis später, Ramsi. Viel Glück, viel Erfolg und bis dann. Okay, Erde oben ist das jetzt. Erde oben fertig. Gut, dann machen wir hier jetzt. Jetzt muss ich kurz überlegen, wenn wir eine Kante machen wollen, dann mache ich, okay, ja, wartet mal. Dann machen wir jetzt mal die Kante für links oben im Grunde. Dann brauche ich jetzt den Kreis wieder. Erstmal in groß. Mit nichts ausgewählt. Dann löschen wir erstmal hier alles weg. Und das gleiche machen wir im Grunde hier. Okay. Und jetzt wieder den kleinen Kreis. Und es geht wieder mit einer Erhebung los von der Seite. Na, da wird die Kante ein bisschen spitz, oder? Na, aber ich würde es trotzdem mal so machen. Wobei, eigentlich muss ich ganz kurz schauen, wie das von oben wäre. Jetzt habe ich noch kein. Zeiten. Ah, shit. Aber eigentlich müssten vier frei bleiben, glaube ich. Wenn ich es hier lasse. Ich mache mal kurz. Hier löschen wir dann theoretisch. Hier frei. Hier löschen. Hier frei. Genau. Gibt es einen Rückgängig-Knopf? Gibt es wirklich? Sehr gut. Hier müssen vier frei sein. Dann sieht die Ecke ein bisschen komisch aus. Aber hilft nichts und passt. Ist nicht so schlimm. So, das ist dann die Ecke für oben rechts. Ja, das geht jetzt zügig. Super. Ich dachte, das dauert länger. Ich habe befürchtet, das dauert länger. Aber das kriegen wir gleich zusammen. Und dann haben wir ein schönes Blumenbeet. Muss ich nur noch Blumen kaufen eigentlich, oder? Ah, naja. Kannst du 8. DC schreiben, wenn du ein anderes Game zockst?
Was? Also at everyone. Was? Wieso kopierst du denn nicht Erde oben und drehst sie nach unten, links und rechts? Geht das, dass man das einfach dreht? Da bin ich mir nämlich nicht sicher, weil ich die Antwort nicht gehört habe. Sorry. Meinst du im Discord oder wie? Ich werde den Stream, genau, ich mache sowieso zwischen den Spielen den Stream immer wieder kurz aus und wieder an, damit auch die einzelnen Videos nicht zu lange werden, die ich dann exportiere. Deswegen kommt dann sowieso automatisch die Stream-Meldung, dass ein neuer Stream gestartet wurde quasi. Genau, deswegen passt das schon. Erde, Ecke. Nee, warte mal. Links oben. Lob. Das wäre gut, wenn ich das testen wir jetzt. Wenn wir die einfach drehen können, wäre es nämlich sogar noch leichter. Ich kopiere das jetzt mal schnell. Ja, warte mal. Kopieren wir schnell hier hin. Weil drehen geht, glaube ich, ne? Aber geht das, stimmt's dann auch mit dem Muster zusammen? Ich glaube nämlich, da muss ich das Muster umdenken. Aber andererseits, schauen wir mal schnell. Design ändern. Müsste eigentlich gehen, sagt Metatron. Design verschieben. Ah, das ist ja interessant. Aber so hätten wir das auch schaffen können, dass die Übergänge schöner fließen, weil wir es einfach... Aber gut, das wollen wir nicht. Ups, das will ich schon gleich gar nicht. Verschieben, alles füllen, Vorschau wechseln. Nee, drehen geht eben leider nicht. Und wenn, dann weiß ich nicht wie. Schade, das wäre wirklich gut, aber ich glaube, das geht leider nicht so einfach. Naja, ist ja egal, wir kriegen das auch so schnell zusammen. Hi Toxic, wie geht's? Jo, bis dann, Miniki Cookie. So, dann kopiere ich jetzt nochmal die Erde hier. Es ist ja gleich erledigt. Jetzt haben wir sie gleich. Es ist so gut wie geschafft. Hoffentlich. Design ändern. Jetzt machen wir die Kante für die rechte Seite. Warte mal, die Ecke ist ja auch für rechts oben, nicht für links oben. Naja, um die Namen mache ich mir später nochmal Sorgen. Danken. Das ist nicht so wichtig. Nehmen wir mal nochmal den großen Kreisstempel. Radieren hier schnell alles weg. So. Wie hört jetzt der Kreis auf? Wie habe ich den gemacht? Ich habe den so gemacht, dass hier vier stehen bleiben. Das heißt, das muss gelöscht werden. Und dann dürfte das alles schön ineinander übergehen. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht. Könnte cool werden, hoffentlich. Das ist jetzt Erde. Ups. Erde rechts. Tada. Das könnten wir jetzt gleich mal testen. Lass mich das mal kurz hier testen. Wie das dann aussieht. Bisschen umständlich ist das schon mit den Designs hier. Hier müsste dann erstmal sowas hin. Quatsch. Windows-Meldungen. Gut. Dann müsste hier so die Ecke hin. Perfekt, oder? Ja, wunderbar. Das ist super. Und hier müsste dann dementsprechend das andere ran, was hoffentlich auch passt. Yes, okay, cool, cool, cool. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ich glaube fast, dass ich sogar hier wirklich das Beet platziere. Wisch hier ein bisschen weg, dass es mal erstmal für den Anfang... Achso, warte mal, Naja, da bin ich mir noch nicht sicher, wie groß das wird und wo es hinkommt. Aber sonst passt schon. Mir geht's auch ganz gut, Toxic, danke. Dann brauchen wir jetzt noch drei Ecken und zwei Kanten.
Na, dann machen wir das. Für was ist es denn 24-Stunden-Stream, wenn man sich nicht die Zeit für solche Sachen nimmt, oder? Design ändern. Dann mache ich jetzt mal die Kante, die untere Kante. Unten rechts die Kante. Ich muss kurz gucken, da muss es mit einer Erhebung losgehen. Okay. Die untere Kante. Das heißt, ich nehme jetzt wieder die Kreisvorschau, mache die riesengroß und radiere erstmal hier alles weg. Verdammt, mit was muss es jetzt losgehen? Jetzt weiß ich es wieder nicht. Kurze Frage, wenn es okay wäre. Ja klar, schreib einfach. Schreib rein. Mit einer Erhebung, habe ich gesagt. Dann müsste es so. Wirklich? Bin ich mir da sicher, dass das so sein müsste? Bin ich mir nicht mehr. Warum kommt kein Phoenix Point mehr? Ich habe da einfach nur keine Folgen mehr vorproduziert. Aber ich habe grundsätzlich vor, dass es weitergeht. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher sogar. Ich muss kurz schauen. Erde. Das ist jetzt gerade nur momentan nicht meine Priorität, Phoenix Point, aber ich will auf jeden Fall weitermachen. Hi Apfel, was ja auch ein cooles Spiel ist. Es gibt nur gerade ganz viele andere Sachen, die ich auch machen will und muss. Deswegen steht das gerade ein bisschen hinten an. Erde-Ecke, das ist jetzt unten rechts. Gut. Muss noch bearbeitet werden. Ich muss nur noch mal schauen, dass es wirklich hier ranpasst. Genau, mit einer Erhebung geht's los. Ah, dann wird die Ecke aber hässlich, glaube ich. Aber das hilft nichts. Müssen wir machen. Geht wirklich mit einem Hügel los und dann kommt ein Tal. Na gut, meinetwegen. Meinetwegen, Ecke. Es hilft ja nichts. Ich hoffe, dass das dann, wenn es fertig ist, nicht total bescheuert aussieht, weil sonst wäre es schade. Aber wir können ja auch noch ein bisschen feintunen, wenn es sein muss. Weil dann müsste es jetzt hier reingehen. Oh, warte mal, ich habe die falsche Farbe. Die Frage ist, wie machen wir denn hier weiter? Ich würde fast sagen so. Naja, die Ecke dafür ruhig ein bisschen. Ist halt Erde. Das sieht halt so aus. Aber das passt schon. Okay, machen wir so. Fertig. Genau. Erde-Ecke unten rechts. Fertig. Dann kommt jetzt noch die untere Reihe Erde. Da muss es auch wieder unten. Hügel, Dingsi, bla bla bla. Okay, alles klar. Ne? Ich habe alles unter Kontrolle. Alles wunderbar. Wer schöne Blumenbeete haben will, muss leiden. Hier muss es, glaube ich, auch wieder mit einer Erhöhung losgehen. Damit es mit dem anderen zusammenfasst. Okay. Ist auch schon fertig. Erde. Ups. Und Erde unten. Heute kann ich ja sogar mit dir kochen. Ach so, weil Mittag und so, Nachmittag. Na dann. Cool. Um wie viel Uhr kommt die Demo von Resident Evil 3? Keine Ahnung. Ich kann es wirklich nicht sagen. Bei diesen 24-Stunden-Streams ist das A und O immer für mich, dass ich einfach mache, auf was ich gerade Bock habe und was mich gerade motiviert, damit ich durchhalte. Weil sonst mache ich sehr früh schlapp. Deswegen kann ich das absolut nicht sagen. Nicht mal schätzen. Keine Ahnung. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, entweder heute Abend oder morgen früh. Vormittags. Wahrscheinlich nicht mitten in der Nacht, weil es mir da zu gruselig ist. Aber mehr kann ich wirklich nicht, keine Ahnung. Design ändern. Die Ecke. Oh, ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal schauen. Das wird jetzt die
gegenüberliegende Ecke von der. Das muss mit einer Erhöhung losgehen. Und okay, gut. Hab's, glaube ich. Jetzt bin ich mir leider nicht sicher, das ist jetzt ein bisschen doof, wie es von oben aussehen muss. Ah, damit die beiden Ecken zusammenpassen. Mal schauen. Kommt noch das Spiel, was ich dir gegeben habe? Nee, in dem Stream leider nicht. Das ist eben echt blöd, weil ich kann nicht vom PC streamen. Gleichzeitig. Das geht bei mir mit meinem Setup technisch nicht. Ich brauche dringend einen PC, der mehr Leistung hat, damit es möglich wird, damit ich auch vom PC quasi streamen kann. Aber aktuell geht es leider einfach nicht. Deswegen kann ich das leider nicht machen. Genau. Okay, jetzt bin ich mir nicht sicher, wie es von oben ausschauen muss. Da muss ich mal noch mal kurz nachschauen. Aber das ist jetzt Erde. Erde. Ecke. Ich weiß schon, das ist gerade super spannend, dass ich hier so braune Felder zeichne. Aber wir haben es gleich geschafft. Erde, Ecke, unten. Links ist das hier. Ich muss das aber nochmal verändern. Ich muss noch gucken. Die haben wir noch gar nicht festgelegt. Können wir jetzt also festlegen, wie wir das wollen? Dann mache ich das jetzt auch. Gleich haben wir es. Nur noch ungefähr 3 bis 4 Stündchen. Schon haben wir es. Lassen wir hier mal 4 frei. So. Ach so, Quatsch. So. Okay. Genau, so sehen die dann aus. Soweit, so gut. Muss ich kurz das eine Teil umbenennen. Das muss nämlich in Wirklichkeit rechts oben sein, nicht links oben. Echt schade, dass man die Dinger nicht drehen kann, oder? Das würde uns so viel Arbeit abnehmen. Es kann auch sein, dass wir die dann noch ein bisschen dünner machen müssen. Aber das wäre gleich erledigt, wenn es wirklich notwendig wäre. Aber das machen wir vielleicht auch nicht jetzt. Okay, jetzt brauchen wir links. Und das muss unten mit einer Erhöhung losgehen. Das muss ich mir merken. Unten mit einer Erhöhung losgehen. So. Zack. Hier. Zack. Hier. Zack. Hier. Zack. Genau. Perfekt. Das geht flott. Erde. Links. Und jetzt brauchen wir nur noch die Ecke oben. Und die Ecke oben muss unten eine Erhöhung, oben ein Tal. Unten Erhöhung, oben Tal. Dann haben wir es. Also quasi so. Oben muss es mit einem Tal losgehen. Also so. Erhöhung, Tal und fertig. Cool, wir haben es geschafft. Ecke. Ecke.
Oben, links, fertig. Und jetzt bin ich echt gespannt. Wahrscheinlich sieht es jetzt total furchtbar aus, wenn wir das platzieren. Aber das machen wir jetzt mal. Also, jetzt erstmal ein bisschen was wegwischen hier. Ich glaube, ich wische mal alles weg, weil ich will das eh neben mein Haus eher platzieren. Zumindest ein bisschen. Moment mal, das ist gar nicht mein Haus. Das ist mein Haus. Stimmt, da steht ja dieser hässliche Baum. Mist. Dann mache ich das Beet mal hier irgendwo hin, oder? Ah, ich wünschte, ich hätte noch eine Frucht, die ich essen könnte, aber wir haben leider nichts mehr. Schade, schade. Ach ja, warte mal. Ich will meinen Pullover wieder anziehen und nicht meine die Erde, in die ich mich da gewickelt habe. Okay, haben wir wieder ein Hemd an. Na also, da mache ich das Beet jetzt mal hier. Oder hier. Nee, hier steht der Obstbaum. Ah, verdammt. Ich habe mir hier selber eine Sackgasse gebaut. Ah, da mache ich einfach mal irgendwo ganz woanders ein Beet. Muss ja nicht neben meinem Haus sein. Fangen wir mal woanders an. Morgen, wenn wir Kirschen haben. Ich suche mir einfach mal eine Fläche, wo es passt. Sieht ganz schön windig aus auf der Insel. Das stimmt, da hast du recht. Stimmt wirklich. Hier ist doch ein schönes Feld für unseren Feldtest. Hier testen wir unser Blumenbeet. Okay. Ich würde sagen, mindestens machen wir mal vier. Vier von denen. In einem Viereck angeordnet. Perfekt. Es wird jetzt ein kleines Blumenbeet, aber es ist ja nur ein Testgelände hier. Quatsch. Perfekt. Funktioniert. Unten nochmal das gleiche. Ah! Gut. Gut. Jetzt mal hier noch. Jetzt bin ich gespannt. Ah, damn it. Die Ecke oben stimmt noch nicht. Ich muss die umbauen. Ich habe versehentlich weiß gezeichnet, statt zu löschen. Nein, jetzt hat er das Falsche weggewischt. Warum denn? Was ist denn jetzt los? Alles eskaliert, Leute. Alles eskaliert hier. Oh Mann, ey. Nee, kein Problem. Haben wir gleich wieder repariert. Ja, aber die Ecke müssen wir jetzt echt noch schnell umdesignen. Ist zum Glück gleich erledigt. Ich habe nur versehentlich weiß genommen, statt zu radieren. Das ist das ganze Problem. Ich glaube, das gab es bisher in noch keinem Animal Crossing-Teil, dass das überhaupt geht. Dass man quasi nichts machen darf. Durchsichtige Fläche. Ich glaube, das ging bisher noch gar nicht. Das ist eigentlich echt ziemlich cool, weil man dann eben so Beete wie das hier schöner machen kann, ohne dass man irgendwelche selber so zusammengeschusterte grüne Ecken irgendwie noch bauen muss dafür. Ja, da brauchen wir jetzt da die Ecke hier. Yes, das funktioniert ganz gut. Das ist gar nicht schlecht. Ich finde es gut. Ich bin dafür. Ja, finde ich gut. Auf dem Boden. Cool, dass das funktioniert, hatte ich gar nicht gedacht. Jetzt versuche ich mein Glück. Ja, ich glaub's nicht. Ah, okay, na gut. Müssen wir unsere Position doch noch kurz ein bisschen verändern. Aber das war gerade echt Glück, dass das so schön funktioniert hat jetzt. Ah. Herrlich. Ich hätte vielleicht... Oh, das könnte man echt noch verschönern. Vielleicht sollte ich Steine irgendwie noch so an den Rand legen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. So schöne kleine Steine in die Einbuchtungen, damit es schöner abgegrenzt ist. Das würde bestimmt nicht schlecht aussehen. Stimmt, transparent gab es zuvor nicht. Ja, das ist schon cool. Die Steuerung wäre mir zu flickerig. Da gewöhnt man sich dran.
Später hat man in den Trailern gesehen, bietet das Spiel auch gerade fürs Einrichten der Häuser noch andere Optionen, aber die gibt's halt jetzt noch nicht. Andere Steuerungsoptionen. Am Anfang war ich so krass überbeleuchtet, schon langsam wird's dunkel, ne? Die Sonne geht doch unter. Bewölkt ist es ein bisschen. Nachher, wenn's draußen dunkel ist und ich die Jalousie runterlasse, dann kann ich die Lichtverhältnisse hier schöner anpassen. Jetzt kaufen wir mal ein paar Blumen. Was haben wir denn hier? Gelb, Hyazinthe, Pfingstveilchen oder Tulpen? Triumphtulpen. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich kaufe Pfingstveilchen. Ich will 4 Stück, bitte. Oh, ich kann nur 5 kaufen. Unverschämtheit. Na, meinetwegen. Ah. Würde ich die ganze Zeit denken, warum wird das nicht auf dem Boden angezeigt? Das stimmt, das wäre natürlich praktisch. Aber in erster Linie ist ja das auch nicht so gedacht, wie ich das hier benutze. Also grundsätzlich natürlich schon, das lässt einem da jede kreative Freiheit. Aber ich glaube nicht, dass das der erste Gedanke dabei ist, dass man seine eigenen Felder hier machen kann, seine eigenen Blumenbeete am Boden zeichnen. Einen Pflanzen. Nein! Verdammt, muss ich vielleicht... Ich habe nämlich in dem Trailer gesehen, dass das geht. Es könnte allerdings sein, dass ich erst pflanzen muss und dann die Texturen drunter legen. Ja, weil so geht's nicht. Oder es geht vielleicht sogar ganz anders. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir das jetzt alles wieder wegwischen. Den Müll hier. Tja, das wäre jetzt doof, wenn das gar nicht geht. Ich meine, man könnte einfach das Farbschema verändern und hätte einen Kieselweg oder sowas in der Art. Da kann man bestimmt eine Anwendungsmöglichkeit finden. Aber schade wäre es trotzdem. Oder müssen die ausgewachsen sein? Vielleicht kann man da nur ausgewachsene, geerntete Blumen hinstellen. Ich weiß es nicht, aber irgendwie so in der Art geht es auf jeden Fall. Versuchen wir mal, da jetzt ein Design drunter zu legen, ob das funktioniert. Ah, sieht schlecht aus. Dann muss man mal schauen, wie das funktioniert. Aber jetzt können wir auf jeden Fall schon mal die Blumen pflanzen und dann später mal schauen. Aber jetzt gerade können wir mit dem Beet jetzt nichts machen. Das ist für die Zukunft. Schade, schade. Machen wir alles wieder kaputt hier. Dann pflanze ich die restlichen 4 Blumen wenigstens jetzt noch neben mein Haus.